Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Arcanvale. Ich wollte mich hier nur neben den Henry stellen, da hat er mich direkt angesprochen. Ich habe das aber aufgenommen, wie der mich angesprochen hat. Das seht ihr jetzt einmal ganz kurz. Ja, und beim letzten Mal waren wir auf der geheimnisvollen Insel, haben die ein bisschen erkundet, haben einen Kult vernichtet und jetzt will Henry erstmal von uns hören, was wir getan haben. Konntest du Städte davon überzeugen, dich auf die Insel von der Karte zu bringen? Das konnte ich. Du hast es geschafft! Du hast! Erzähl mir alles! Ich fand eine kleine Pyramide und darin war eine Schädeltruhe. Fahre fort! In der Truhe befand sich ein Edelstein. Ein Edelstein? Zeig mir, wie dieser Edelstein aussieht. Zeige Henry den Edelstein. Oh mein Gott, das ist kein Edelstein. Und ja, doch schon, aber eigentlich so viel mehr. Dies ist ein Schlüssel. Woher weißt du das? Die gleiche Energie, die Pyramide schützt und uns am Eindringen hindert, strahlt von diesem Edelstein aus. Ich kann sie spüren, sogar jetzt. Ich glaube, dass das Tragen dieses Edelsteins ausreicht, um das Energiefeld, das die Pyramide schützt, zu deaktivieren. Wenn auch nur für kurze Zeit. Bitte nimm mich mit, wenn du die Pyramide betreten willst. Ich bitte dich. Klar. Ich habe vor, da reinzugehen. Folgt mir einfach. Ich habe ihn gezähmt. Das uralte Artefakt zittert in deiner Hand, als das Energiefeld um den Eingang herum schwächer wird. Rein da? Wir sind ein Forscherteam. Wir erkunden eine alte Pyramide. Und werden archäologische Legenden. Urak, der Tempelwächter. Seit Jahrtausenden hat niemand diesen heiligen Ort betreten. Du musst hier sein, um meinen Meister zu wecken. Weil ich mit seinem Erwachen. Er hat schon viel zu lange geschlummert. Okay. Ich laufe hier einfach gerade ein bisschen rum. Da ist, glaube ich, sein Meister. Und ich dachte, ich hätte Pyramidenspaß seit dem letzten Mal hinter mir. Okay, ich glaube, außer dem Meister gibt es hier nichts Besonderes. Oh, was ist das? Oh. Hab kaputt gemacht. Hallo? Brauch Wasser. Zum Glück habe ich ja diese Mondbären. Okay, da war nicht der Meister. Wo ist sein Meister? Der hat auch lange warten müssen. Stimmt, da, wo die Fallen sind. Nee. Aua. Diese Falle kriege ich mich irgendwie immer. Böse Mumie. Ich glaube, wenn die Sense generell trifft, dann mache ich wesentlich mehr Damage. Also wenn das Sense ein Teil trifft und nicht der Stock davon. Hallo? Bei diesen Mumien überall.
Da war nur ein Zombie drin. Erinnere ich irgendeinen Plan? Oh, das ist erstaunlich. Es ist alles, wovon ich geträumt habe und mehr. Du kannst mich hier lassen, wenn du alleine auf Erkundungstour gehen willst. Du folgst mir. Ich glaube, hier bin ich richtig. Mein Name ist Abaddon, Hüter der Elementarsteine und Beschützer dieser großen Pyramide. Das Artefakt, das du bei dir trägst, birgt eine uralte Macht. Es hat dir erlaubt, diesen alten Tempel zu betreten. Der Besitz eines solchen Machtgegenstands kann nur bedeuten, dass du gekommen bist, um die Prophezeiung zu erfüllen. Prophezeiung? Welche Prophezeiung? Es wurde vorausgesagt, dass der Besitzer des arkanen Juwels eines Tages die Elementarruhen zu ihren Säulen zurückbringen würde. Bist du gekommen, um sie wiederherzustellen? Was für Ruhen? Die alten Runen der Elementarkräfte, die der Erde, des Feuers, des Wassers und der Luft. Sie saßen einst auf diesen Säulen vor dir. Was passiert? Wenn die Runen wieder an ihrem Platz wären, würden sich die großen Tore zum Arkan-Propheten öffnen. Mehr kann ich nicht sagen. Wo finde ich die? Sie könnten, sind über diese Welt verstreut. In der Lebenskraft ihrer Bewohner. Bring die Übervergaben der Elemente und stelle sie auf ihre Säulen. Ich muss einmal kurz zurück offenbar und eben kurz die Elementarruhen aus meiner Kiste holen. Ich werde eine Weile dafür brauchen. So, ich bin jetzt wieder hier und ich habe die Runen. Dann setzen wir die Runen mal rein. Ich habe gerade reingeschissen. So, da will die Luftrune rein. Das ist, glaube ich, die Wasserrune. Gut, dass ich die aufgehoben habe. Eine Rune wurde zurückgegeben. Willst du sonst irgendwas von mir? Nee. Dann hier durch. Hallo? Es ist eine Art antike Maschine. In ihrer Brust befindet sich ein Hohlraum, der seltsam wie ein Edelstein geformt ist. Artefakt da rein. Artefakt Void da rein. Bist du für mich oder gegen mich? Für mich. Ein Jahrtausend lang habe ich geschlafen und nach der Rückkehr des geheimnisvollen Kristalls gewartet. Diese Welt wird brennen, weil sie mich in dieser Gruft gefangen hielt. Das Gesicht der Oberfläche in Glas verwandeln und alle, die hier leben, werden verbrannt. Angefangen bei dir. Nee, bis gegen mich. Wart mal. Ich hab doch Tränke. Tank der überlegenen Stärke. Bewegungstempo. Nee, lass mal. Ich lass dich die Welt nicht zerstören. Meine Rüstung ist so stark, dass er mir kaum Schaden macht, weil der hat mir gerade eben, als er getroffen hat, nicht wirklich Damage gedrückt. Okay, da ist offen. Hilfe! Eine Void-Perle. Void-Perle, Void-Perle. Ich suche die Perle.
Angriffstempo plus 1. Ein uralter Gegner gibt mir etwas, was mein Angriffstempo um 1 erhöht. Hier ist ein neues Portal. Ich dachte erst, das hier wäre eine Schmiedefunktion hier. Ist das nicht der, der immer kommt, sobald ich sterbe? Diese Welt steht in deiner Schuld, junger Abenteurer. Ihr Prophezeiung sagte voraus, dass du den Arkanendämon erwecken und ihn schließlich vernichten würdest. Zu lange hatte er geschlummert und die Kräfte und das Wissen, die diese Welt vor seiner Rückkehr schützten, hielten sich zurück. Wer bist du? Das spielt keine Rolle. Betrachte mich als einen Führer, einen Beschützer, mehr nicht. Ich habe mich auf dieser Reise am Leben erhalten, aber du bist der wahre Retter dieser Welt. Jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen. Deine Reise ist beendet. Nimm dir die Schätze, die du begehrst, die sind alle für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich nach Hause bringen. Ich bin sicher, deine Mutter und dein Vater freuen sich darauf, dich zu sehen. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt wirklich abgeschlossen. Aber hä, wofür habe ich denn das Mithril gesammelt? Wofür ist das? Hier ist nochmal ein Greif. Ich will ihn nicht verletzen. Oh, nochmal Cash ohne Ende am Ende. Weltbeschützer Rodrik. Einfach nur cool. Na dann haben wir wahrscheinlich wirklich das Spiel mit der Heimkehr dann jetzt durchgespielt. Ich habe jetzt nicht unbedingt alle Questen erfüllt, aber ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass das Mithril-Erz irgendwie überhaupt keinen Nutzwert hatte. Obwohl, eventuell, wenn ich diesen Meisterstein irgendwo gefunden hätte, aber ich weiß auch da nicht, das wo. Und weiß jetzt auch nicht, ob ich das wirklich absuchen will. Diese Drachenglut hat ja zum Beispiel dafür nicht gezählt. Ist nochmal eine Teleportationsrune, Heiltränke, Rüstungstrank. Nachtsichttrank, den ich nie genutzt habe. Warte mal, für die Endsequenz packe ich mich mal aus dem Bild. Diese Welt steht in deiner Schuld, junger Abenteurer. Es war die Prophezeiung, die ich voraussagte, dass du den Arkanendämon aus seinem Schlummer wecken und ihn schließlich vernichten würdest. Zu lange hat er geschlummert und die Kräfte und das Wissen, die diese Welt vor seiner Rückkehr schützten, hielten sich zurück. Wenn du bereit bist, werde ich dich nach Hause bringen. Ich bin sicher, deine Mutter und dein Vater freuen sich darauf, dich zu sehen. Bist du bereit, jetzt zu gehen? Warte. 10.000 Goldmünzen. So, das überspringe ich mal. Ich bin bereit für den Nachhauseweg. Dies könnte das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Du kannst jetzt beruhigt sein. Mama, Papa, ich habe die Welt gerettet. Wie sieht dein Gesicht aus? Gott hat mir eine Aufgabe gegeben. Oh je. Die noch nicht dieser alten Bönne Schatzkarte, oder? Es war der Traum des Vaters, diesen Schatz zu finden. Ich muss meinen Vater einmal ansprechen. Der steht bestimmt am Steg. Oh, du bist wieder zu Hause. Sag es mir alles.
Da bist du ja. Du hast es in all dieser Zeit nach Hause geschafft. Wir vermissten dich so sehr. Erzähl mir von deinen Abenteuern. Erzähl mir von der Karte. Erzähl mir alles. Ja, damit haben wir das Spiel abgeschlossen. So, ich bin jetzt wieder im Beet mal mit drin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Namen, die da gerade erwähnt werden, die Patreon-Unterstützer von dem Spiel sind. Oder irgendwas in der Art. Weiß ich ja nicht. Kioni, sie haben einen der Helfer einfach den Namen vom Zwergenkönig gegeben? Oh, da passiert noch was. Es ist schön, dass du wieder zu Hause bist. Geh auf jeden Fall zu deiner Mutter. Sie hat sich große Sorgen um dich gemacht. Aber jetzt rede ich nochmal mit dir. Oh, du bist nach Hause zurückgekehrt. Ich habe seit Monaten von diesem Tag geträumt. Würde ich wie zu Hause machen können. Ich werde ein Essen zur Feier des Drachens vorbereiten. Okay, sonderlich was passieren tut jetzt hier aber nicht mehr. Ich muss noch mal schlafen. Das haben wir uns nach der Reise verdient. Mann, ihr Spanner, könnt ihr mich nicht in Ruhe schlafen lassen? Damit haben wir Arcanvale abgeschlossen. Wir haben jetzt nicht unbedingt alle Questen erledigt. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo ich beispielsweise diesen Meisterstein oder den goldenen Tintenfisch suchen soll. Und das Auge, das ist so oder so verbuggt. Also ich bin nicht der Einzige, der ja damit Probleme hatte. Ich war ja wirklich überall, ne? Aber ich habe halt nirgendwo diesen Meisterstein gesehen. Vielleicht ist der irgendwo in der Mine versteckt und ich habe ihn nicht gesehen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich fand, die Wüste war auf jeden Fall auch das coolste Gebiet. Ende irgendwie enttäuschend, finde ich. Also, ich hatte ein cooleres Ende erwartet. Naja, das war's mit Arcanvale. Ein sehr geiles Spiel, was ich euch natürlich empfehlen kann. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Projekt. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Ciao!